Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Damen und Herren auf der Besuchertribüne. Es ist guter Brauch, dass in der Generaldebatte um das Kanzleramt die Kultur mit eine Rolle spielt, weil sie dort etatisiert ist, weil BKM dort auch beheimatet ist. Und es ist auch guter Brauch, dass in dieser Generaldebatte natürlich die Regierungsfraktionen, die Regierungsvertreter darstellen, was alles Gutes ist, und die Opposition natürlich darstellt, was alles schlecht ist. Einverstanden? Genau. Also ich bin da ganz der Auffassung von meinem Kollegen Kaas. Die Regierungsvertreter, die sagen, es ist super, haben natürlich recht. Ich will damit aber jetzt mal einen kleinen Moment brechen und will versuchen, am Beginn meiner Ausführungen das Gemeinsame und das Verbindende auch mal deutlich zu machen, jedenfalls was fünf Fraktionen dieses Hauses angeht, nämlich, so erlebe ich auch unsere Beratungen im Kulturausschuss, dass wir gemeinsam versuchen, tatsächlich im Ringen um die richtigen Instrumente, um die richtigen Schwerpunktsetzungen, aber dass wir die Sicherheit haben wollen, in einem weltoffenen, freien, toleranten, demokratischen Land zu leben und auch Räume zu eröffnen, in denen diese Freiheiten sich entfalten können. Ich sage, ein Konsens von fünf Fraktionen, weil die Beiträge der AfD doch immer wieder zeigen, dass sie genau das anders sehen. Alles, was in ihren Verstand, in ihre kleinen Vorstellungen nicht reinpasst oder was ihnen einfach nicht gefällt, wird schnell in die ideologische Ecke gestellt und dann als ein solches bekämpft. Das ist ein völlig anderer Ansatz. Wir wollen Räume schaffen, in der Kultur und Kunst frei sein kann. Sie wollen bestimmen, was das inhaltlich bedeutet. Das wird mit uns nicht passieren. Es geht darum, dass wir, und dafür ist auch BKM und die Kulturförderung des Bundes da, dass wir eben genau diese Räume schaffen. Das haben wir uns als Koalition vorgenommen, in einem, wie wir es bezeichnet haben, kooperativen Kulturföderalismus mit den Ländern auch gemeinsam die Dinge voranzubringen. Ich will da zwei Punkte in besonderer Weise stark machen, weil sie uns auch als Koalition, ich glaube, das kann ich so sagen, in besonderer Weise auch wichtig sind. Neben dem, was Bundeskulturpolitik hier in der Hauptstadt macht, neben dem, was über den Hauptstadtkulturvertrag abgebildet ist, zu dem wir selbstverständlich auch stehen und der die entsprechenden Mittelerhöhungen erfährt, wollen wir in den kommenden Jahren die Kultur vor allen Dingen in der Fläche, in den ländlichen Räumen als Bund auch stärken. Wir wollen mit einer Agenda für Kultur und Zukunft eben Impulse breit in die Gesellschaft bringen, wollen ein Programm Kultur in den Regionen etablieren, mit denen wir tatsächlich in die ländlichen Räume, in die Graswurzelarbeit sozusagen vor Ort auch mit einsteigen. Das ist uns sehr wichtig. Und es ist für uns ein wichtiger Bestandteil, die Kultur auch für die Stärkung der ländlichen Räume. Eben nicht nur Landwirtschaft, eben nicht nur technische Infrastruktur, sondern vor allen Dingen auch Bibliotheken, kleine Theater, Initiativen, die wir dort haben. Das darf nicht vergessen werden, wenn wir über Stärkung von ländlichen Räumen reden. Wir wollen selbstverständlich dann die Künstlerinnen und Künstler, die Kreativen fördern, im Bereich der Gleichstellungspolitik auf der einen Seite, aber insbesondere auch im Bereich der sozialen Absicherung von Künstlerinnen und Künstlern, weil das ist auch notwendig, zwingend notwendig, um Kultur in der Fläche auch erhalten zu können, jenseits der großen Kulturinstitutionen, denen ich um Himmels Willen die Berechtigung nicht absprechen will. Wir brauchen auch Erinnerungskultur, eine Stärkung der Erinnerungskultur in den Gedenkstätten, die bundesgefördert sind, dass wir dort Impulse setzen können. Wir haben in der Koalition vereinbart, ein Programm auf den Weg zu bringen, das Jugend erinnert heißt, eben um nicht zu vergessen, weil unsere Zukunft muss auf unserer Vergangenheit begründet sein, ohne irgendwelche Schuldgefühle oder dergleichen mehr, aber in Verantwortung für die Zukunft auf der Grundlage unserer Vergangenheit. Und ich will einen weiteren Punkt benennen, der uns in besonderer Weise wichtig ist, und das ist, da schaue ich auch den Außenminister an, das ist die Deutsche Welle, die als die größte Einzelinstitution bei BKM etatisiert ist und die für uns eine starke Stimme ist in dieser Welt, sowohl
Die Kanzlerin, wie auch der Herr Kollege Kauder und viele andere aus der Debatte, haben auf die aktuelle Weltlage hingewiesen, haben darauf hingewiesen, dass wir an allen Stellen ja, Fakten und nicht Fake News verbreiten wollen, dass wir in diesen Konflikten dafür sorgen müssen, dass wir mit einem hochglaubwürdigen Instrumentarium, unserem Auslandssender der Deutschen Welle, auch die Impulse setzen können, die wir für wichtig und richtig halten. Dafür wird es notwendig sein, an der einen oder anderen Stelle im Etat, aber insbesondere auf der Strecke bis zum Ende der Legislaturperiode noch ein bisschen nachzuarbeiten, um hier Planungssicherheit zu gewährleisten und um unsere Deutsche Welle, unseren Sender entsprechend in der Perspektive aufstellen zu können. In der Summe kann man sagen, ja, der Haushalt ist gut. Der beläuft sich auf knapp 1,7 Milliarden Euro. Das ist ein Allzeithoch. Auch das ist gut. Aber da noch ein bisschen weiter dran zu arbeiten, um noch weitere Impulse zu setzen, das wird die Aufgabe der kommenden Wochen und Monate in der Haushaltsberatung sein. Herzlichen Dank. Das Wort für die Fraktion Bündnis 90 Grüne hat der Kollege Erhard Grundl.